Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Roleplay Projekt von der Pharma Reloaded. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. So, da ist er sogar schon, der Chef. Oh, lass die Ballen da liegen, Chef. So. Ja, dann können wir ihm das Ganze jetzt hier wieder aufladen. Mal gucken, ich bin ja kein Fan davon, die liegend und rollend hier hinzulegen, aber wir gucken einfach mal. So eine Kollision, ey. Es geht, dann haben wir alle auf eine Anhänger. Ich weiß nicht, wie viele das hier sind. Kommen alle zum selben. Viele. Müssen wir ja mal gucken, wie wir das hier am besten gestapelt kriegen, die Ritze. Soll ich einen Hochstapler machen oder was? Nee. Ah. Muss mal gucken, wenn die Spanngurte löst, Chef, ob die sich da nochmal zusammenrollen müssen. Da ist noch ein Spanngurt dazwischen. Den auf dem Boden gemacht. Ich kann ja mal drücken, warte mal. Boah, ich mag das gar nicht, dieses Hinlegen der Ballen, ne? Da, das sieht ja perfekt aus. Ich finde es schöner, sie übereinander zu stellen, anstatt so liegend zu rollen. Vorsicht, wir stehen Anhänger. Ja. Manchmal ein bisschen schwierig einzuschätzen, wo der steht. Wird aber ein hohes Türmchen. Ich glaube, die kriegen wir nicht alle mit einmal weg. Oh ja, so viel wie möglich. Ja. Oder soll ich nach hinten kommen? Ich kann auch nach vorne gefahren kommen, ist kein Problem. Fahren. Ja. Hast du noch einen gefunden, ja? Ja, der war noch in der Presse, da war, haben jetzt noch 5% gefehlt. Da ist jetzt ein bisschen Frischgras drin. Ja, vielleicht nehmen wir den Silageball, der da vorne liegt, dann doch noch mit, wenn wir da drüben die Wiese wegbringen, ja? Ja, hier drüben kommen wir. Hier drüben wird der Silage gemacht. Deswegen ja, wegen die Sicherheit. Hm. Nehmen wir alle mit. Was wir haben, das haben wir. Oh, hier, wo die beiden Beine liegen, keine Öse, das gibt's doch gar nicht. Nochmal ein Anschweiß, wenn wir wieder auf dem Hof sind. Die halten sich mit Eigengewicht hoffentlich.
Ja, die sind schon viel zu viel Gurte. Drei würden auch reichen. Eigentlich würden zwei reichen. Arne, Jaxel. Chef? Ja, bitte. Wenn ich hier Ballenpressen fertig bin, wie geht's denn dann weiter? Die Antwort hast du dir doch vorhin schon selber gegeben, oder nicht? Du hast mir doch vorhin erzählt, dass du danach mit Ballen zusammensammelst. Ja, aber ich sehe euch ja da drüben, ihr seid ja jetzt schon zu zweit. Ja, so wie Günther gerade arbeitet im Akkord, der wird ja das ganze Feld gleich fertig haben. Entweder bist du dann zu langsam. Und wir sind zu zweit, weil ich muss sowieso dabei sein, weil einer muss ja den Unimog fahren. Ich habe ihm den Tipp gegeben, er könnte den Ballenspieß nehmen, dann, weil ich die als Pärchen hingelegt habe zum Aufladen. Geht schneller. Da willst du jetzt einen Fleißpunkt für, oder was? Ja. Okay. Du könntest dir ja dann die Ballenzange holen und deine Silageballen einsammeln. Reicht. Dann brauche ich nicht zum Hof fahren. Ja, ich will trotzdem mein Sternchen. Kriegst ein Fleißbienchen nachher in deinem Kalender. Yippie! Da wurde aus der Made die Fliege. Also warte mal nicht, Biene. Ja? Das ist mit einem Fleißsternchen ist ja noch nicht erledigt. Hallo? Achso. Wie viel direkt eine Beförderung, ey. Wie viel braucht man? 10 oder was? Sag ich dir, wenn es soweit ist. Schaffe ich dieses Jahr. Wir wollen ja nicht die Spannung wegnehmen. Achso. Muss ja spannend bleiben. Ein bisschen Ehrgeiz muss ja auch dabei sein bei der Arbeit. Den habe ich, definitiv. Okay. Ja. Hast du den Ärger oder den Geiz? Den Geiz. Geiz ist geil, ne? Mhm. Der Preis ist heiß. Chef, was waren das für Kollegen da hinten, die mich beobachtet haben? War der Landhandel. Was machen die denn hier? OKF haben sie mir erzählt. OKF? Aus Erkundungsfahrt. Aha. Vielleicht wollen sie ja nur ein Strandbuggy ausprobieren oder sowas, keine Ahnung. Und warum beobachten sie das arbeitende Volk? Ich habe keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß es nicht, sie haben es mir nicht erzählt. Ich habe so eine neue Baustelle ausgekundschaftet oder. Ich habe gesagt, das ist eine scheiß Schilder da vorne mitnehmen. Und was hat er gesagt? Ja, da gesagt, die gehören ihm nicht. Okay, dann werden wir so verschrotten. Na gut. Ja, viel sinnvoller, das war doch nicht rauszukriegen. Ach so, ja, ich kann nicht sagen, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn nächstes Mal so wildes Zeug bestellt würde, kriege ich vorher Bescheid. Vorher wird nichts erledigt. Was denn für ein Zeug? Schnürsenkel und sowas. Ach, die Schnürsenkel. Ein bisschen Herr der Lage werden hier. Aber nur ein bisschen. Ganz Herr der Lage, das habe ich aufgegeben hier. Da kriegen wir noch eine oben drauf oder was? Ja, ja, ich würde da jetzt noch eine Lage oben drauf legen. Warte, ich komme mal nach da hinten. Wir müssen nur die Ballen ein bisschen mehr zusammenrollen hier. Akkordarbeit, sagt er. Wer sagt Akkordarbeit? Ja, der Luke. Ja, das ist auch nur ein Schnacker. Die sammeln wenig schaffen. Können das Ding hier natürlich auch so aussehen lassen wie irgendwo in Indien oder so. Ne? Dann lege ich dir da oben noch einen Ballenstapel oben drauf. Nein. Ich würde gerne heil ankommen. Nicht? Okay. Hilft ja nichts, wenn wir dann nachher irgendwo hängen bleiben oder umkippen oder sowas. Wir haben nichts bei gewonnen. Das ist wohl richtig. Oh, hier, der ist kacke. Ja, mach ich gleich, wenn du weg bist. Ich nehme den anderen hinten. Hier hinten liegen noch so schön passend. Die nehmen wir noch und dann rauf ich wieder ab. Andere Seite muss ich auch noch legen, ne? Ja, ja. Drei Zweierstapel kriegst du noch drauf. Die liegen ja alle schön passend. Mehr oder weniger. Okay, da hängt so ein bisschen in der Seile. Hat Eigengewicht, sollte das regeln, hoffentlich. Gleich Räder wechseln oder was? Junge.
Entschuldigung? Willst du die so lassen? Okay. Ach, lange Gurte. Übrigens, noch eine Erfindung von mir. Lange Gurte. Lange Gurte und ich kann die ganzen Ratschen, die ganzen Rollen unten, die wickeln, kann ich alle elektrisch nachspannen während der Fahrt. Mhm. Ja, wenn die die Lose kriegen durch die Ballen, dann kann ich drin auf den Knopf drücken und dann spannen sich alle von alleine nach. Arbeitssicherheit. Mhm. Ja. Auch hier patentieren lassen. Ist der Wagen jetzt eigentlich überladen oder geht das noch? Es geht. Extra dafür ausgelegt. Okay. Ich frage nur vorsichtshalber, nicht, dass es gleich Ärger gibt mit irgendwem. Was liegt da auf? Sieht uns keiner. Das hat einen leichten Seegang, kann das sein? Ja, weil die auf der anderen Seite so unschön liegen, aber. Gut, dann gute Reise. Ich habe Genickstarre beim Gurten hier. Abfahrt! Chef, warte mal! Mal gucken, ob es doch noch reicht. Willst du noch einen auf die Ladefläche packen oder was? Ja, ich pack dir auch noch einen auf die Ladefläche. Ja, schmeiß drauf da. Ein bisschen Druck auf der Achse. Deswegen, hast du ein bisschen. Zack. So. Hast du das? Ach, was ist das? Das sieht doch gut aus. Oh, dann gute Reise. Ja, dann muss der Schlepper ein bisschen zurückfahren. Biegen wir noch die Gabel. So. Haben wir hier hinten noch die ganzen Ballen? Will ich mir die jetzt noch mal ein bisschen zusammenschieben? Aber das funktioniert auch. Ein bisschen zumindest. Manchmal fragst du dich, wo ist das Eingewicht der Ballen hin? Und wenn du sie dann mal so ein bisschen irgendwie gegeneinander schieben willst oder so, dann wiegen die eine Tonne, ey. Finde ich immer wahnsinnig witzig. Das funktioniert so nicht. Huch! Okay, so geht's auch. Zack. Alright, dann haben wir das erstmal vorbereitet. Dann nehmen wir die beiden Ballen, die wir vorne übereinander gestapelt haben, nochmal runter. Auseinander. Legen die auch hier hinten hin und dann haben wir kurze Wege, wenn er gleich wieder da ist. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, und den hier, ne?
So. Sehr schön, dann nehmen wir die jetzt auch noch nebeneinander. Und jetzt versuche ich's. Einigermaßen halbwegs zumindest. So, zack. Wunderbärchen. Dann haben wir das auch schon vorbereitet. Dann kann er. Ja, kann er eigentlich wiederkommen und wir sind vorbereitet für ihn. Das ist das, was ich meine. Warum kleben die jetzt so aneinander? Ah, ärgerlich. Egal. Da müssen wir so ein bisschen trennen. So ein bisschen rumgeschubse hier, ne? Einschubsen, Junge. Einschubsen für die großen Kinder. Jetzt. Yeah. Ja bitte, wer stört? Ich, der einzig Wahre unter der Sonne. Habe Steine fertig, fahr jetzt wieder hoch und kalke, ja? Ja. Fang mit Feld 15 an und dann das andere Feld, damit du Bescheid weißt. Also Rechnung für Steine sammeln kannst du schon mal schreiben. Ich habe gerade zu tun, aber ja. Wen beim anderen Feld was machen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wieso? Weiß nicht, ob wir das so in Rechnung stellen können. Dein Hoffeld da, weißt du? Können wir in Rechnung stellen. Kein Problem. Sonst alles gut? Ja, ich habe gerade zu tun. Wenn es weiter nichts ist, dann siehst du, dass du fertig wirst. Ja, ist ja gut. Entschuldigung, dass ich mal nach deinem Wohlbefinden frage. Mein Wohlbefinden ist gerade vollkommen in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Ich muss gerade ein paar Äste schneiden hier, weil ich, naja. War dann doch ein bisschen hoch. Was? Das sehe ich nicht so. Das ist optimale Ausnutzung. Was ist passiert, Chef? Ich hänge in den Bäume fest. Scheiße. Ich bin gerade auf Anhänger geklettert und habe mit der Kettensäge ein paar Äste weggeschnitten. Die habe ich jetzt, die liegen jetzt oben auf dem Wagen drauf. Ja, ist doch klasse. Ja, kannst du gleich mit zu Geld machen. Ja, ich mal sehen. Die sind hier tiefer wie gedacht, die Äste. Es kommen hier noch welche. Vielleicht muss ich noch mal schneiden. Ich weiß es nicht. Nein, das geht. Nehmen wir es positiv. Das nächste Mal, wenn du da lang fährst, hast du das Problem nicht mehr. Genau. Du hättest mich beinahe in den kleinen Bachlauf hier geschubst. Hier. Aber die Spanngurte sind super. Die haben gut gehalten. Na siehste. Ein Patent also gleich, ja, super. Ja, also was anderes erwartet, nur gute Sachen. Bei der Baum ein paar ist er weniger, aber da kann er mit um. Das wächst nach. Das will ich nicht hoffen, dann muss ich sie wieder abschneiden. Hast du es wenigstens dann gleich bis ans Ende gekürzt? Den ganzen Baum umgelegt oder was? Oh. Echt? Nein, das fällt auf. Weil ich, wenn ich Pech habe, fällt mir der Baum noch auf den Anhänger, dann habe ich ja noch mehr Probleme. Aber meine lieben Freunde, das wäre es auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen raus, Abo raus, schreibt gerne was in die Kommentare. Kuss auf die Nussliebe raus und tschö mit Ö.